Mein Name ist Juri Trudi, ich bin 37 und ich arbeite als Sekundarlehrerin hier in der Sekundarschule Sandgruben. Ich wohne in Baselstadt. In meinem Beruf habe ich natürlich viel mit Jugendlichen zu tun, aber als Lehrperson bin ich natürlich auch immer in der Autorität. Das heisst, ich habe in gewissen Belang wirklich mehr zu sagen als die Jugendlichen. Ich denke auch, dass wir an dieser Schule auch ein Miteinander pflegen, dass wir auch die Jugendlichen versuchen einzubeziehen, dass sie vielleicht in kleinen Sachen auch ihre eigenen Entscheidungen können treffen und auch ihre Meinung mitteilen. Das neue Schuljahr wird in unserer Schule ein Schülerparlament gegründet, was ich eine sehr gute Sache finde. Denn ich erhoffe mir auch ein bisschen, dass gewisse Anliegen, die wir Lehrer auch schon haben, die Schüler ebenfalls aufnehmen und wir als Gesamtschule etwas können auf die Beine stellen können, was uns allen etwas nützt und was sinnvoll ist für uns alle. Ich hinterfrage das an meinen Augen. Nach einer Lektion und nach meinem Arbeitstag denke ich, hätte ich jetzt vielleicht die Schüler noch mehr können fragen, habe ich jetzt zu viel vorgegeben. Ich denke aber, es braucht auch einen Rahmen. Und wenn man aber immer wieder Möglichkeiten lässt, dass die Jugendlichen können ihre eigene Meinung haben, die mitteilen, mitbestimmen, glaube ich, funktioniert das schon. Nur Mitbestimmung und nur Selbstbestimmung wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Ich finde es wichtig, dass die Jugendlichen sich überlegen, wie sie ihr Leben gestalten wollen und auch für die Allgemeinheit etwas machen. Privat nehme ich es so wahr, dass in meinem Umfeld viele Familien da sind, die ihre Kinder sehr noch mitbestimmen. In der Stadt allerdings, so Basel, finde ich, gehen die Kinder ein bisschen unter. Es hat meiner Meinung nach zu wenig Spielplätze oder zu wenig Orte, wo Jugendliche und Kinder sich aufhalten können. Die Orte, die es dann gibt, die sind ziemlich überfüllt meistens. Und das bereitet mir ein bisschen Sorgen. Ich finde das keine gute Entwicklung. Ich habe das Gefühl, dass die Kinder und die Jugendlichen an den Rand gedrängt werden. Vielleicht auch so die älteren Menschen. Und ich finde es gut, wenn Jugendliche sich ihren Platz und die Gesellschaft auch nehmen. Mit der Mitbestimmung von Jugendlichen, ja, ich finde das gut. Ich meine, klar, es ist geregelt, ab 18 darf man erst abstimmen oder man darf sich selber wählen lassen. Ich denke, die Grenze ist gesetzt. Aber eben mit Projekten oder eben in der Schule oder dass die Stadt eben auch über das Kinderbüro oder andere Projekte versucht, die Meinungen von Jugendlichen und Kindern einzuholen, das finde ich eine gute Sache. Prinzipiell ist es auch die Aufgabe der Jugend, vielleicht auch mal laut zu sein oder mal zu sagen, hey, die Erwachsenen denken doch das Ganze doch mal von einer anderen Seite her oder denken doch auch mal an uns. Das finde ich gut. Und ich finde es auch toll, zum Beispiel jetzt bei den Fridays for Future, dass es von den Jungen auskommt, dass sie auch die Aufgabe übernehmen. Ich denke, das wird ihnen etwas wieder erleben, sehr viel bringen.